Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten, um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Herzlich willkommen. Vielleicht hast du ja gerade ein Gespräch gesehen, das wir geführt haben gemeinsam. Hella, die du jetzt vor dir siehst, mit ihrem Mann Christian und ich über das Thema Sexualität. Es war so spannend, so erfüllend, so inspirierend und so bereichernd. Wir haben über die verschiedenen Liebesschlüssel von Slow Sex gesprochen, darüber, was wie heilsam Sexualität sein kann. Und ich bin sehr berührt noch immer von dem Gespräch. Und jetzt wollen wir über etwas sprechen, was mir noch vor ein paar Jahren nicht bewusst war, was so großartig ist, was ein Quell der Energie ist, der Kreislauf des Lichtes. Was vielen von uns ja nicht bewusst ist, das ist, dass wir elektromagnetische Wesen sind. Aber zuerst sage ich jetzt nochmal herzlich willkommen nochmal, Hella, Dankeschön, dass du mit uns bist und danke, dass du auch diesen Kreislauf des Lichtes mit uns teilen wirst. Ja, so schön, liebe Katharina, so gerne mit dir. Eine Freude. Wir sind ja elektromagnetische Wesen. Was bedeutet das? Und was bedeutet das für unsere Begegnung miteinander? Was kann da entstehen? Also zunächst einmal, wir sprechen jetzt einfach mal über ein Modell. Ja? Mhm. Und dieses Modell hat sich sehr bewährt und es lädt auch ein, damit zu forschen. Ja, wir haben ja schon gesagt, wir sind Liebesforscher und wir laden alle Liebesforscher und Liebesforscherinnen hier ein, mit uns dieses Feld zu erkunden. Und für mich war tatsächlich dieses Verständnis oder dieses Bild, dass wir eben nicht nur, ich sage jetzt mal, Körpersäfte beim Liebesspiel austauschen, sondern eben wirklich auch den Lebensstrom, wie der Frank Robert das ja auch so schön sagt, und dass das letztendlich auch die Quelle dafür ist, wie wir die Sexualität ganz konkret mit der Liebe verbinden können. Ja, ich komme ja auch unter anderem aus dem Yoga. Da wird ja auch davon gesprochen, dass wir einen inneren Kanal haben, den die Yogis Sushumna nennen. Ja, im tantrischen Kontext wird oft von der inneren Flöte gesprochen oder die Diana Richardson nennt es den inneren Magnetstab, also dass wir einen Körpermagnetismus haben und dieser Körpermagnetismus im Liebesspiel eben auch mitspielen darf. Ja? Und wenn wir uns Zeit nehmen dafür, dann und auch da ein Bewusstsein für entwickeln und uns darin schulen, dann ist das eine immense Erweiterung und Bereicherung unserer Sexualität. Wir sprechen ja auch immer darüber, dass es wichtig ist, dass alles, was wir tun, sich nur dann lebendig anfühlt, wenn wir uns darin weiterentwickeln können. Und wie kann das eben halt auch aussehen, dass wir uns in der Sexualität miteinander weiterentwickeln können? Ja, und dafür finde ich dieses Bild, dieses Modell, was von der Diana Richardson entwickelt wurde, sehr hilfreich. Ja, und jede kann schauen, ist das für mich auch ein hilfreiches Bild? Finde ich mich darin wieder? Ist mir das erstmal fremd? Empfinde ich es sogar anders? Also auch das ist sehr spannend. Dazu sage ich vielleicht später auch noch mehr. Ja. Und dann steige ich jetzt einfach mal ein in dieses Modell und erläutere es ein bisschen genauer. Wenn wir uns unsere Genitalien anschauen, dann ist es so, dass der Mann mit seinem Penis
Das ist ja ein nach außen gestülptes Organ, ja. Das hat eine dynamische Kraft. Über den männlichen Penis geht der Mann in Kontakt mit der Frau. Ja, das ist sozusagen das Organ, wo er versucht, Kontakt aufzunehmen. Und das nennen wir die dynamische männliche Kraft, die sich im Penis ausdrückt. Und wir Frauen, wir haben eine Yoni, das ist ein tantrisches Wort für Vulva und Vagina, oder wir können auch Vulvina sagen, das finde ich auch einen sehr schönen Begriff. Und wenn wir den Mann in unserem weiblichen Schoß hineinlassen, dann empfangen wir ihn, ja? Wir empfangen, natürlich können wir auch über Sex ein Baby empfangen, aber wir können auch den Mann mit seiner männlichen Energie empfangen. Und deswegen sagen wir, der weibliche Aspekt ist die empfangende Kraft. Ja? Und ich sage an der Stelle wirklich, ich betone Kraft. Das Empfangende ist eine Kraft. Das ist nichts Passives. Ja, also wir können sogar mit dieser empfangenden Kraft den Mann richtig einsaugen. Ja, es ist nichts, was wir über uns ergehen lassen müssten. Es ist keine Unterwerfung und es hat keine, es ist nicht, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Auch wenn wir sagen, die dynamische Kraft nennen wir jetzt mal in diesem Modell Plus und die empfangende Kraft nennen wir in diesem Modell Minus. Nicht werten, nicht besser, schlechter, sondern einfach nur, um dem einen Ausdruck zu geben. Ja? Und wenn wir uns anschauen, was zwischen Plus und Minus passiert, dann kann man sagen, da ist ein Lebensstrom. Ja, wenn wir uns eine Batterie anschauen, da passiert was. Ja, zwischen Plus und Minus. Also eigentlich sind wir als in unseren menschlichen Leibern so designt, so konzipiert, dass eigentlich schon alleine dadurch, dass wir Penis und Vagina zusammentun, schon ganz viel passiert. Wir sind nur leider nicht mehr feinfühlig genug, um das, was da eigentlich passiert, noch wahrzunehmen. Ja, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema, warum das so ist. Aber ein Aspekt davon ist, dass wir Frauen in unserem Körper mit dieser empfangenden Kraft oft gar nicht mehr im Kontakt sind. Wir haben unsere Yonis eher in tuende Organe umfunktioniert, in ein tuendes Organ. Wir sind mehr auf unsere Klitoris ausgerichtet, die eben in der Embryonalentwicklung sich aus den gleichen Zellen wie der Penis entwickelt. Also Penis und Klitoris sind sozusagen mehr auch die männlichen, also die Klitoris ist mehr das männliche Organ in der Sexualität. Auch bitte nicht schlecht. Die Klitoris ist wundervoll, dass wir sie haben. Ja, aber wenn wir nur darauf fixiert sind und uns nur darüber spüren, dann wird unsere Yoni sehr männlich. Und aus meiner wirklich jahrzehntelangen Arbeit mittlerweile mit Frauen und im weiblichen Feld kann ich wirklich sagen, dass die meisten Frauen keinen Zugang mehr haben zu dieser weiblichen Schoßraumkraft. Und dass es wirklich ein Heilungsweg ist, auch diesen Zugang wieder in diesen weiblichen Schoß zu bekommen. Ja, also zu dieser weiblichen empfangenden Kraft wieder zu finden. Ist absolut lohnenswert, weil das wirklich ganz neue Türen im Erleben unserer weiblichen Sexualität öffnet und auf vielen Ebenen ein ganz wichtiger und freudevoller, lebendiger Heilungsprozess ist. Und was passiert dann auf der Ebene der Genitalien ist, dass der weibliche empfangende Schoßraum zu einem falschen Plus wird.
Und der Mann letztlich auch durch eine Überreizung seiner Genitalien, weil er gar nicht mehr wirklich dieses Empfangenwerden erleben kann, sich immer wieder neue Stimuli zuwendet, immer mehr Stimuli braucht und auch eine Überladung auf seinem Penis hat durch diese viele Stimulation. Und dann entsteht ein Plus-Plus. Wir fühlen gar nicht mehr diese eigentliche Schönheit und diese eigentliche Feinfühligkeit, die unseren Genitalien innewohnt, zu der haben wir gar keinen Zugang mehr. Wir brauchen dadurch immer mehr Stimulation, immer mehr Sensation, immer wieder was Neues, einen neuen Kick, ohne eigentlich wirklich denen mehr zu vertrauen, dass die wissen, wie es geht. Ja, wenn wir die zusammentun und sie machen lassen, wissen die, wie es geht. Ja. Und dadurch entsteht eben diese Situation plus, plus, plus. Und was entsteht aus plus und plus und plus und plus und noch mehr plus? Spannung. Und da entsteht Abstoßung. Ja. Und vor allen Dingen entsteht Ladung. Und diese Ladung braucht Entladung. Und dadurch, das ist ein Aspekt, warum wir in der Sexualität so konditioniert sind, diese viele Ladung, diese viele Spannung im Orgasmus zu entladen und loszuwerden, die Überladung des Körpers. Wenn wir wirklich in dieser Polarität zusammenkommen, dann braucht es keine Entladung. Und dann passiert sozusagen ein natürlicher Energiefluss. Und wir erleben etwas ganz anderes. Es öffnen sich ganz andere Türen in uns. Ich bin allerdings immer noch jetzt nur auf der genitalen Ebene. Jetzt komme ich dazu, zu sagen, wie erweitert sich die Sexualität über dieses Polaritätenmodell? Ja, was passiert da? Und da geht es darum, dass wir lernen, zunächst einmal uns auch unserer inneren Polarität zuzuwenden. Das können wir übrigens auch, wenn wir keinen Partner haben. Das können wir im Stau machen, wenn wir irgendwo oder in einer Schlange im Supermarkt stehen, genervt sind. Ja, können wir, ach, okay, ich habe endlich mal Zeit, mich meiner inneren Polarität zuzuwenden. Und die sieht so aus, dass jeder Mann hat natürlich auch einen weiblichen Anteil und jede Frau hat einen männlichen Anteil. Und der männliche Anteil von uns Frauen ist in unserem Herzen, also männlich in Anführungsstrichen. Ich sage jetzt mal, C.G. Jung hat schon gesagt, wir haben als Frauen haben wir einen inneren Mann, als Männer haben wir eine innere Frau, ja. Aber jetzt von der Polarität her haben wir eine dynamische Kraft auf der Herzebene und die Männer haben eine empfangende Kraft auf der Herzebene. Und jetzt haben wir diese eigentlich Anziehung und diesen Magnetismus auch in uns. Da bin ich wieder im Yoga, bei der Sushumna, ja, die Kundalini-Energie, die in unserem System steigen kann. Und wir können wirklich lernen, uns selbst mit dieser inneren Energie vertraut zu machen, so wie ich das eben gesagt habe, uns diesem inneren Fluss zuzuwenden und dafür mehr wieder auch ein Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist hilfreich, um natürlich auch in der Sexualität dann letztendlich diesen inneren Magnetismus mit hineinzunehmen in die Begegnung. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist auf der Herzebene die Frau dynamisch, der Mann empfangend. Also da passiert ja auch ein Energiefluss, ein Fluss von Lebensstrom, ja. Und wenn wir unsere Körper im Liebesspiel zusammentun, dann haben wir wie einen Magnetismus auf der Schoßebene und einen Magnetismus auf der Herzebene. Wir haben den Magnetismus in uns, ja, in unserem inneren Magnetstab, und wir haben den Magnetismus auf diesen zwei Ebenen von Sex und Herz. Und dadurch fängt sozusagen die Energie, das passiert von alleine, wenn wir uns wieder mehr in die sexuelle Energie hinein entspannen, wenn wir unseren
uns wieder mehr dieser Natürlichkeit unserer Körper im Miteinander anvertrauen, dass dieser Kreislauf wieder zu fließen beginnt. Und das ist ein zutiefst heilsames Erleben, ja, wo wirklich auch das männlich-weibliche sich ausbalanciert und auch wir miteinander in einen Zustand von Ekstase kommen. Ekstase nicht im Sinne von Bumm und Peng und so, sondern es ist eher wie ein stiller Raum, in dem wir nichts mehr brauchen, in dem alles gut ist, wie es ist, Zeitlosigkeit, Bedürfnislosigkeit, Egolosigkeit. Und wir sind einfach miteinander in diesem Zustand, in diesem Fluss. Und es ist zutiefst nährend, zutiefst entspannend, zutiefst verbindend auch für die Beziehung. Also es passiert ganz viel an Heilung auch in diesem Kreis, wenn das geschieht. Ja. Also das wäre sozusagen im tantrischen Kontext der Kreislauf des Lichts. Und was mir immer wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist, es ist nichts Kompliziertes, aber der Kopf macht was Kompliziertes draus. Also wir können natürlich dem Körper helfen, in diesem Energiefluss bewusster zu sein, den bewusster wahrzunehmen, indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Aber wir können es auch nicht machen. Ja, also wir können es nicht vom Kopf machen, sondern es ist etwas, was geschieht. Und was wir zulassen können, ja. Und Dinge brauchen manchmal ein bisschen Zeit. Ja, deswegen sagen wir auch gerne, dass wir zum Beispiel, wenn wir unsere Wochen machen, wir werden immer wieder gefragt, warum macht ihr nicht mal 3 Tage? Das funktioniert nicht, weil um so etwas zu erleben, brauchen wir Zeit im Miteinander oder auch Zeit natürlich auch im Alltag. Das passiert nicht, wenn wir gestresst von der Arbeit kommen und jetzt denken wir, jetzt probieren wir das mal aus und machen unsere Körper zusammen und dann werden wir die Ekstase erleben. Ja, das ist auch wie eine Gnade, das ist auch wie ein Geschenk, was wir empfangen dürfen. Ja, aber es ist wichtig, darum zu wissen, dass es möglich ist und das ist auch nichts, was wir uns ausdenken, sondern das ist etwas, was in jedem Körper da ist. Es braucht nur wieder die Aufmerksamkeit, die wir darauf lenken. Also wir fantasieren nicht irgendetwas oder denken uns etwas aus, diesen Kreislauf, sondern wir visualisieren ihn und unterstützen damit, dass er wieder zum Vorschein kommen darf. Und wir eben nicht nur Sex auf der genitalen Ebene. Ja. So wundervoll, Hella. Ich danke dir so sehr, weil dieses Wissen zu einer ganz neuen Form von Sexualität führen kann. Und wie du vorhin auch gesagt hast, ich visualisiere es, ich sage so gerne einen Scheinwerfer meiner Aufmerksamkeit dorthin und damit verstärke ich das auch. Und jetzt, wo ich das weiß und wir auch eure Liebesschlüssel kennengelernt haben, die ganz bestimmt dazu beitragen, in diesen Zustand des Flows, der Entspannung zu kommen, wo diese Gnade passieren darf, ist es ja etwas, was uns vielleicht noch viel näher bringen kann, unserer tiefen Sehnsucht, Einheit zu spüren, oder? Unsere tiefen Sehnsucht danach, die Liebe, die wir ja eigentlich sind, auch zu spüren und wirkliche Erfüllung zu erfahren, oder? Weil da gibt es ja in dem Moment nichts, was ich mir herbeisehne. Ich brauche keinen Orgasmus. Ich brauche keine, ich muss mich nicht nach Nähe sehnen, weil sie ist da. Ich muss mich nicht nach Erwachen sehnen oder denke in irgendeiner Form über irgendetwas nach. Das heißt, mein Geist ist in dem Moment nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern es gibt keinen schöneren Raum als dieses Hier und Jetzt, das ich durch die Gnade erfahren darf. Halleluja. Halleluja, genau. Und es ist so wichtig, dass wir um solche Dinge wissen. Wir erfahren die nicht
Sexualkundeunterricht im sogenannten Aufklärungsunterricht in der Schule. Und wir erfahren sie leider auch nicht über Pornografie. Wir erfahren sie wirklich nirgendwo da draußen in dieser Welt, was uns alles so gezeigt wird, ja. Und es hat so was zutiefst Nährendes und Heilendes. Ja. Aber es braucht eben wirklich auch Zeit, das in der Tiefe zu durchdringen und da wieder hinzufinden, zurückzufinden. Ja. Ja. Ich danke dir so sehr. Das ist ein riesig großes Geschenk, das du uns hier vor die Füße und ins Herz legst oder in jede unserer Zellen. Deswegen lade ich uns alle ein, dass wir dieses Video teilen und dass wir uns die Zeit nehmen und die Ruhe nehmen und den Raum nehmen, damit ganz spielerisch zu experimentieren und vielleicht auch dafür zu beten, dass uns diese Gnade zuteil wird. Es ist was sehr Kostbares und zugleich es ist so konträr von dem, was da draußen an Sex wirklich gelebt wird, dass ich immer wieder auch ja, sagen möchte, es braucht einen geschützten Raum, es braucht einen sicheren Raum, es braucht Zeit, ja. Also viel Zeit gebraucht, um überhaupt einmal also in dieses Erleben hineinfinden zu können und viel Heilung auch nochmal meines eigenen Körpers und meiner eigenen Konditionierungen. Aber es ist, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist wahr und es lohnt sich, dafür zu gehen. Und es ist ein tiefer Heilungsweg auch für die Welt. Also, dass der Sex wirklich aus diesem dunklen, unbewussten, auch sehr verletzten Teil wieder in das zurückgeholt wird, was es eigentlich sein kann. Ja. Ja. Ja, und warum ist genau dieses Gebiet so mit einem Mantel der Dunkelheit und der Scham und der Schuld verdeckt worden, mit einem Schleier? Weil es einfach ein Bereich ist, für mich zumindest, wo wir einen sehr schnellen Weg nehmen können in unsere wahre Lebendigkeit und Lebenskraft, in die Verbindung zu kommen. Und ich meine, nicht umsonst entsteht durch Sexualität auch Leben, neues Leben. Ja, Und es ist auch das ist so 180 Grad verdreht worden. Und jetzt gilt es einfach, dieses Alte aus uns zu entlassen und das Neue einzuladen, das Neue, das immer schon da war. Also unsere quasi diese alten Schleier, wie in jedem Lebensbereich, die alten Schleier zu erkennen, zu sagen, okay, danke, du hast mir gedient. Ich habe dieses Spiel gespielt. Eine Zeit lang, vielleicht ein paar Leben lang, wenn ich dran glaube. Und jetzt lasse ich es gehen. Jetzt klinke ich mich wieder ein in das Organische, in das Göttliche, in das Natürliche. Und wir entdecken unsere Lebendigkeit, unsere Lebenskraft, unsere Verbindung zu allem, was ist. Und es ist ein großes, ja, ein riesig großes Geschenk. Es ist das Wunder, dass das neue Normal wird. oh ja, genau. Und es ist für mich auch gerade kein Zufall, dass wir jetzt hier als ja, zwei Frauen miteinander sind, so, weil es eben halt auch wirklich darum geht, dass die weibliche Sexualität wieder Heilung findet. Und dass wir Frauen denken ja oft, wir haben irgendwie wir brauchen keinen Sex oder so. Ja, das kann auch sein. Also es gibt vielleicht auch Frauen, die wirklich keinen Sex brauchen, aber meine Erfahrung ist eher, dass die Sexualität so wenig unserem weiblichen Körper entspricht, dass wir deswegen die Lust daran verlieren und dann eigentlich diese Energie, die ja was Wunderschönes hat, für uns gar nicht mehr nutzen und irgendwo auch in irgendein dunkles Kämmerlein verbannen. Und meine Erfahrung ist, dass die Frauen, die mit dieser Art von Sexualität wieder in Kontakt kommen, ja, auf ganz natürliche Weise wieder in ihre Lebendigkeit, in ihre Lust, in ihre Freude auch zurückfinden. Und das ist auch für die Partnerschaft eben zutiefst nährend. Also da kommen die Männer dann wieder ins Spiel, ja, weil die Männer, das ist jetzt sehr verallgemeinernd, aber die Männer sehnen sich wirklich danach, bei der Frau wieder anzukommen mit ihrer dynamischen Kraft, mit ihrer Sexualität.
Und wenn sie spüren, dass sie da immer nicht ankommen und eigentlich eher der weibliche Schoß verschlossen ist, dann verschließen die Männer auch ihr Herz, ja. Und wir Frauen versuchen dann über hier immer wieder zu ziehen an den Männern. Ja, was fühlst denn du? Wo bist denn du? Und dann ist der Negativkreislauf da. Ja, oder wir Frauen entladen dann über unser Herz saure Milch, sage ich gerne, weil das Herz ist die Brüste sind die Erweiterung von unserem Herzraum. Ja, also es geht auch darum, dass wir Frauen uns in der Sexualität wirklich auch wieder mehr unseren Brüsten zuwenden, weil da ist unsere Herzenskraft, die wir als Energie in die Partnerschaft, mit der wir unsere Partnerschaft nähren und mit der wir auch die Sexualität nähern. Heute Abend vielleicht schon oder jetzt gleich, wenn früh ist, bei dir mal anzufangen, liebevoll mit deinem Körper umzugehen, ihn einzuladen, die sexuelle Kraft wieder fließen zu lassen, vielleicht auch ein duftendes Öl zu nehmen und diesen Körper mal wie so ein liebevolles Lebewesen, dem ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben bewusst und achtsam und liebevoll begegne, auch meinen eigenen Körper, mein Körperwesen erkunde und eben anfangen als dann beginnen. Genau, am besten gleich heute Abend. So schön. Ich weiß, was ich heute Abend tue. Genau. Gut. Hella, ich danke dir vielmals. Ich weiß, das ist erst der Anfang. Und wünsche dir einen wundervollen Tag. Wünsche dir, der du mit uns bist, einen wundervollen Tag und eine abenteuerliche, forschende Expedition ins Abenteuerleben und speziell in den Bereich deiner Sexualität. Vielen Dank, liebe Katharina. Es war mir ein Vergnügen mit dir. Gleichfalls, danke schön. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich.